Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, nach ein paar Tagen, in denen du das Gefühl hattest, in der Zeitlupe zu stecken, verspricht der heutige Tag einen verjüngenden Energieschub. Deine Instinkte sind hervorragend geschärft und führen dich zu Personen, die dir wertvolle Hilfe leisten können. Der heutige Tag ist eine gute Gelegenheit, um Aufgaben wie das Schreiben von Berichten in Angriff zu nehmen oder sogar in die Welt der Memoiren einzutauchen. Zögere nicht, Stift und Papier in die Hand zu nehmen, denn deine Kreativität wird in Strömen fließen. Die hartnäckigen Bemühungen, die du in deiner Arbeit gesteckt hast, werden bald belohnt werden, und der heutige Tag bietet einen verlockenden Ausblick auf das, was noch kommen wird. Dein Engagement für eine disziplinierte Fitnessroutine wird sich schon bald positiv bemerkbar machen. Aber nicht nur die äußeren Ergebnisse, sondern auch eine tiefe innere Befriedigung werden sich einstellen. Deine Disziplin ist das Fundament, auf dem Inspiration gedeihen kann. Heute wirst du vielleicht von einem günstigen Wind angetrieben, der dich mit einem Schub an positiver Verstärkung vorwärts treibt. Nutze diesen Schwung zu deinem Vorteil. Im Bereich der Bildung wirst du zum Mittelpunkt für neue Ideen, die sich entwickeln. Du lernst nicht nur selbst, sondern gibst auch Wissen an andere weiter. Führe einen offenen und uneingeschränkten Dialog und fördere ein Umfeld, in dem alle um dich herum von dem Austausch von Erkenntnissen profitieren. Das astrale Klima des Tages könnte deine Beziehungen vorübergehend ins Stocken bringen, sodass du das Gefühl hast, von deinem engsten Vertrauten getrennt zu sein. Diese Herausforderung rührt wahrscheinlich von einer starren Denkweise oder einer festgefahrenen Einstellung her, die es zu überwinden gilt. Ein ehrliches Gespräch kann helfen, die Spannung abzubauen und Klarheit zu schaffen. Überprüfe, wo du deinem authentischen Selbst nicht treu bleibst und unternimm proaktiv Schritte, um die Situation zu bereinigen. Der heutige Tag ist von einem strahlenden Glücksstrahl umgeben. Die kosmischen Energien vereinen sich, um dir eine Kaskade von glücklichen Momenten und günstigen Begegnungen zu bescheren. Deine Intuition ist geschärft und leitet dich zu Entscheidungen, die das Potenzial für Wachstum und Erfolg haben. Unvorhergesehene Gelegenheiten können sich ergeben und dir Wege zum Erfolg in deinen persönlichen Beziehungen, deiner Karriere und deinen kreativen Unternehmungen eröffnen. Nimm diese glücklichen Umstände mit einem offenen Herzen und einem mutigen Geist an. Egal, ob du persönliche Beziehungen knüpfst, in deinem Beruf vorankommst oder kreative Wege erkundest, nutze den Tag mit unerschütterlichem Vertrauen. Erlebe die wohlwollende Berührung des Glücks, die dich auf eine bemerkenswerte Reise führt. Unter dem Einfluss des Mondes in deinem Zeichen Jungfrau taucht ein Thema auf, das dich dazu auffordert, die Kontrolle abzugeben und anderen die Führung zu überlassen. Gespräche unter diesem Einfluss sind in der Regel fruchtbarer und ermutigen dich, wichtige Dialoge zu führen, potenzielle romantische Interessen zu bezaubern, Spannungen am Arbeitsplatz zu entschärfen oder bedeutungsvolle Beziehungen zu genießen. Behalte jedoch in dem Chor der Meinungen deine eigene Perspektive im Auge. Dieser Mondtransit könnte dich dazu verleiten, die Interessen anderer über deine eigenen Bedürfnisse zu stellen. Nutze diese Zeit, um bedeutungsvolle Beziehungen zu pflegen und sicherzustellen, dass deine Stimme gehört wird, während du die Zusammenarbeit förderst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können.
Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die 9 der Schwerter steht für Ängste, Sorgen und schlaflose Nächte. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht unter Stress oder geistiger Unruhe leidest. Sie steht für eine Zeit der übermäßigen Sorgen und des Überdenkens, die deinen Seelenfrieden beeinträchtigen können. Die 9 der Schwerter ermutigt dich, dich mit den Ursachen deiner Ängste auseinanderzusetzen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass es wichtig ist, auf dein geistiges und emotionales Wohlbefinden zu achten, und dass übermäßiges Grübeln nichts am Ausgang der Ereignisse ändern wird. Neben der 9 der Schwerter haben wir die 2 der Münzen. Diese Karte steht für Gleichgewicht, Anpassungsfähigkeit und das Jonglieren mit verschiedenen Prioritäten. Sie steht für eine Zeit, in der du verschiedene Aspekte deines Lebens managen und inmitten von Veränderungen und Unsicherheiten Harmonie finden musst. Die 2 der Münzen fordert dich auf, flexibel und anpassungsfähig zu sein, wenn es darum geht, Herausforderungen zu meistern. Sie erinnert dich daran, Prioritäten zu setzen und dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, während du für Veränderungen und Anpassungen offen bleibst. Die 9 der Schwerter und die 2 der Münzen ergeben zusammen eine Kombination aus mentalem Stress und dem Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Anpassungsfähigkeit. Die 9 der Schwerter betont, wie wichtig es ist, Ängste anzusprechen und Unterstützung zu suchen, während die 2 der Münzen das Bedürfnis nach Flexibilität und Harmonie in einer dynamischen Situation hervorhebt. Mach dir heute die Energie der 9 der Schwerter zu eigen, indem du dir deine Ängste oder Sorgen eingestehst, die du vielleicht hast. Ergreife proaktiv Maßnahmen, um die Ursachen deines Stresses zu beseitigen und suche dir bei Bedarf Unterstützung. Denke daran, dass es wichtig ist, sich um dein geistiges Wohlbefinden zu kümmern. Verkörpere gleichzeitig die Energie der 2 der Münzen, indem du in verschiedenen Bereichen deines Lebens Ausgeglichenheit und Anpassungsfähigkeit zeigst. Setze Prioritäten und konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist, und sei offen dafür, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Diese Deutung bedeutet einen Tag, an dem du dich mit Ängsten auseinandersetzen, ein Gleichgewicht finden und anpassungsfähig sein musst. Mach dir die Energie der 9 der Schwerter zu eigen, indem du dich um dein geistiges Wohlbefinden kümmerst und dir Unterstützung suchst. Nutze die transformativen Qualitäten der 2 der Münzen, um inmitten von Veränderungen und Unsicherheit Harmonie zu finden. Sei sanft zu dir selbst, wenn du Stress und Veränderungen bewältigst, und sei offen für Anpassungen, um ein Gefühl der Balance zu finden. Wenn du die Qualitäten der 9 der Schwerter und der 2 der Münzen kombinierst, kannst du den Tag mit geistiger Klarheit, Anpassungsfähigkeit und dem Potenzial, inmitten der Schwankungen des Lebens Harmonie zu finden, bewältigen.